Herzlich willkommen hier beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen. Wir sind heute hier in Dinkelsbühl. Ja, Heimattag, das weiß man, ist viel los, kommen viele Siebenbürger Sachsen. Hierher nicht nur, wir haben einen besonderen Gast heute, und zwar Nick P. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, servus. Nick P., du bist Österreicher. Siebenbürgen gehörte ja bis zu 1918 auch zu Österreich-Ungarn. Wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, wären wir Landsleute. Wärst du auch ein Abkommen Draculas? Wahrscheinlich, ja. Wie findest du das? Wäre ich der Blutsaugende, das blutsaugende Vampir, das durch die Gegend zieht, ja. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich denke auch. Na, es ist, die Zeitgeschichte hat es so gebracht, dass wir nicht mehr zusammen quasi dass Grenzen gemacht worden sind, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber es ist einmal so. Was soll man machen? Aber nichtsdestotrotz, deine Musik hören wir sehr gerne. Und wenn man hört Nick P., natürlich zuerst denkt man an den Stern, der deinen Namen trägt. Du bist aber schon viel länger im Musikgeschäft. Anfang der 90er Jahre, wie war dein Werdegang? Ich habe 1997 mein erstes Album veröffentlicht. Und seitdem bin ich als Nick P. unterwegs mit meinen eigenen Liedern. Mittlerweile habe ich 14 Alben veröffentlicht. Löwenherz ist mein aktuelles, mit dem ich auch heute hier bin. Und ich stehe 33 Jahre schon lange auf der Bühne, schon eine lange, lange Zeit. Und mittlerweile ja, so knapp 20 Jahre als Nick P. Es ist schön, dass es so aufgegangen ist, dass es so erfolgreich geworden ist, meine eigenen Songs, die ich geschrieben habe. Und dass ein Stern, der deinen Namen trägt, so viele Menschen erreicht hat, das ist einfach ein Glück, das mir passiert ist. Sowas kann man nicht planen, so einen Hit zu schreiben, das sind Dinge, die passieren. Da müssen viele Faktoren zusammenspielen und ich bin ein Glücklicher, bei dem das zugetroffen ist. Die Siebenbürger Sachsen verbinden ja mit Nick P. nicht nur den Stern, sondern vor allem die braun gebrannte Haut. Wie kam das zu der braun gebrannten Haut? Ist das, hast du dein Erlebnis verarbeitet? Ja, natürlich. Ich war immer jung. Ne? War ja auch am Strand. Das glaubt man gar nicht. Du bist halt noch jung. Danke. Und habe dann eben diese Sachen gemacht und diese Sachen dann auch niedergeschrieben und Lieder über mein Leben und Erlebnissen geschrieben. Und braun gebrannte Haut ist auch so ein Song, der in meiner Jugend quasi passiert ist und ja, viele, heute noch, sehr, sehr viele Fans hat dieses Lied. Und ich immer wieder, es gibt eigentlich kein Konzert, wo ich das nicht spielen kann. Die Leute fordern es regelrecht von mir wie den Stern und das freut mich natürlich sehr. Also bei uns gibt es keine Party und keinen Ball ohne die braun gebrannte Haut. Und wenn du heute Abend hier bleiben würdest im Zelt und dabei wärst, dann würdest du das miterleben, wie die Leute auf den Tischen tanzen bei braun gebrannte Haut. Das ist so die Partyrichtung. Bist du der Partytyp oder eher der Ruhige? Beides. Ich bin so wie das Wetter. Einmal ist es schön und dann kann man mich erleben, wie ich richtig Gas gebe, wie ich singe, tanze, lache, springe. Und dann ist es wieder manchmal so, da möchte ich meine Ruhe. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch so. Ich bin mit beiden Eigenschaften belegt und lebe das Leben richtig ernsthaft und motiviert und richtig mit beiden Füßen auf dieser Welt und freue mich auf jeden Tag, der kommt und bin positiv gegenüber das Leben eingestellt. Also viele deiner Songs, gerade so die letzten, wenn man sie so aufmerksam hört, sind ja richtige Balladen und richtige Liebeslieder, richtige Liebeserklärungen. Hast du die für deine Frau geschrieben? Auch, natürlich. Ne? Sind Songs, manche Songs, die auch Liebeslieder sind, die schreibe ich aus meiner Fantasie raus. Ich habe in meinem Leben viel erlebt und versuche dann auch Geschichten niederzuschreiben, die meiner Fantasie entspringen. Geboren, um dich zu lieben, ist ein Song, den ich für meine Frau geschrieben habe. Direkt richtig für meine Frau, weil ich ihr damit etwas sagen wollte. Das sind dann so Songs, die wirklich dann tief reingehen auch, die wirklich das Herz auch treffen. Speziell dann, wenn man es der Person richtig vorspielt, meiner Frau zum Beispiel. Das ist schon ein großer Moment, wenn man ein Liederschreiber ist, so wie ich, wenn man so etwas weitergeben kann. Und wenn man das, was man für jemand persönlich gemacht hat, dann in Form von einer CD vielen anderen Menschen weitergeben kann, die dann das genauso nutzen, wie ich es nutze, eben einer Frau etwas zu sagen. Und das mag ich damit. Jetzt muss ich noch einen Titel ansprechen, der mich persönlich sehr berührt hat und der inzwischen mein Lieblingstitel von dir geworden ist. Was wäre, wenn? Was hat dich dazu bewogen? Gibt es da etwas? Also der ist ja sehr, da geht ja richtig, das ist ja richtig ein Gänsehauttitel. Es war so eine Nacht, an der ich eigentlich nach Hause fahren wollte nach einem Konzert. Es hat geschneit und ich konnte nicht fahren, weil ich noch Sommerreifen drauf hatte. Es war ein früher Wintereinbruch.
Ich war dann im Hotel und hatte die Idee zu diesem Lied um 2 Uhr morgens und habe diesen Text geschrieben. Viele Menschen von uns sind ja oft uneinig oder unzufrieden mit ihrem Leben, kommen irgendwann an den Punkt, wo sie darüber nachdenken, ist alles so, wie es ist, okay, oder könnte es noch besser sein, habe ich was falsch gemacht, könnte ich was ändern, wenn ich es ändere, habe ich den Mut dazu, etwas zu ändern. Und genau davon handelt es, dieses Lied, von einem Menschen, der kurz darüber nachdenkt, doch auch zu brechen und dann aber den Mut nicht hat, es wirklich auch zu tun. Was wäre, wenn ich jetzt gehe, ist ein ganz, ganz ein persönlicher Titel auch für mich. An welchem Punkt deines Lebens bist du jetzt angekommen? Wo siehst du dich? Ich stehe eigentlich mitten im Leben, am schönsten Punkt überhaupt, wo man, glaube ich, nur stehen kann. Ich habe vieles in meinem Leben getan und gemacht, um dort zu stehen, wo ich heute stehe. Auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, meine Musik zu machen und Menschen mit meiner Musik zu begeistern. Das ist wirklich eingetroffen. Das war ein Traum, den ich schon als kleiner Junge hatte. Und den kann ich jetzt mit 53 immer noch leben. Und das ist einfach schön. Schöner kann es nicht sein. Jetzt wissen wir auch, wie alt Nick P. ist, auch wenn man es nicht glaubt. Du bist unterwegs zurzeit. Wie verbindet man dein Familienleben, Freunde, Hobbys und so weiter, wenn man so viel unterwegs ist wie du? Es geht schon. Man muss natürlich die Zeit, die man zu Hause ist, auch nützen. Man muss die Zeit wirklich für die Familie dann auch da sein und mit irgendwelchen anderen verplempern. Und das versuche ich auch, intensiv dann auch für die Familie da zu sein, wenn ich zu Hause bin. Und dann lasse ich das alles schon irgendwie ins Lot bringen. Meine Frau kennt mich ja nicht anders. Also wenn ich jetzt ständig zu Hause sitzen würde, ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Es ist schon gut so, dass man uns ab und zu quasi, dass ich meinen Weg gehe und sie ihren Weg gehe. Ich auf die Bühne und sie ist ja viel mit mir. Also es ist nicht so, dass sie ständig zu Hause ist, sondern jetzt mit unserem kleinen Sohn mehr wie vorher. Sonst wäre sie auch heute wieder hier. Aber sie ist ja eine, die das Geschäft auch kennt und weiß, wie es geht und wie es zu machen ist. Das ist schön. Sie hält dir den Rücken frei und du steigst auf wie der Stern am Himmel. Wir wünschen dir weiterhin viel Glück, viel Erfolg mit deinem neuen Album. Löwenherz ist natürlich auch, sind auch ganz, ganz tolle Titel. Wir könnten ja jetzt noch lange über jeden Titel reden. Ich glaube, es gibt jeder was her. Schreibst du auch selber? Bist du auch selber beteiligt? Beim welchen Song? An den Titeln, so an deine ja, CDs. Ich schreibe die meisten ja alles selbst. Es sind nur ein paar Songs, die ich dann von Freunden bekomme. Auch mein Gitarrist, der Willi, schreibt wunderbare Songs. Zum Beispiel auch der Song Berlin, den hat Willi geschrieben. Ich lasse schon immer wieder Ideen einfließen und urteile und entscheide dann selber, ob ich die auch in mein Programm nehme, auf CD bringe. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, selbst zu bestimmen, ohne irgendeine Plattenfirma oder ein Management zu fragen, sondern ich entscheide, was ich mache und was ich nicht mache. Schön, heute Abend bist du hier bei den Siebenbürger Sachsen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier dabei bist, dass man dich jetzt hier auch live und in Farbe erleben kann bei uns auf der Bühne. Ich hoffe, es gefällt dir auch bei uns. Du wirst sehen, die Leute, die gehen damit wie sonst was. Weiterhin alles Gute, viel Glück und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Dankeschön. Es wird sicher ein schönes Fest, nachdem ich alles gehört habe von dir, was ihr schon alles kennt von mir, muss ich das Programm wieder ändern, weil braungebrannte Haut habe ich gar nicht im Programm. Ich glaube, wir können mitsingen. Dann rufst du ins Publikum und wir singen einfach. Natürlich im Programm. Mach mal. Dankeschön, Nick. Alles Liebe. Alles, danke. Tschüss.